Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Es ist wieder soweit. Samira hat Geburtstag und wird 11 Jahre alt. Und dieses Jahr hat sie sich eine moderne Torte gewünscht, keine kindliche, keine Mädchentorte. Und sie fährt ja so gern Inlineskates und das auch richtig gut. Mittlerweile fährt sie auch gerne mal Schlittschuh, gerade jetzt zur Winterzeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ihr eine moderne Torte mit einem Schlittschuh drauf. Ich glaube, da freut sie sich sehr darüber. Wir haben uns auch so ein paar Tortenideen angeschaut, aber nichts Passendes gefunden. Und sie meinte so was mit Eis und mit Effekten und was Modernes gefällt ihr gut. Also gibt es hier diese Torte. Ich habe das Ganze an 2 Tagen jetzt zubereitet. Ihr könnt euch nämlich da auch wie immer die Tortenbackzeit so ein bisschen einteilen. Am ersten Tag die Böden backen und auch gerne die Fruchteinlagen schon backen. Denn ich habe hier Mandel-Rührteigböden drin, dann eine Fruchteinlage aus Heidelbeeren und drumherum habe ich eine Tonka-Creme. Und ich glaube, geschmacklich ist der auch richtig gut. Ich zeige euch jetzt aber zuerst einmal, wie ich den Schlittschuh geformt habe. Denn den könnt ihr formen und dann erstmal trocknen lassen. Ich werde jetzt erstmal mit dem Schlittschuh anfangen und habe jetzt hier etwas Fondant. Verknete den Fondant mit Zellulosepulver, also mit CMC, damit ich den Fondant gleich für den Schlittschuh verwenden kann und das Ganze dann auch aushärtet, weil das wird dann praktisch der Cake-Topper auf die Torte. Das wird oben so drauf gesteckt. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich 3D-Schlittschuhe mache, aber ich glaube, so auf die Torte drauf und dann so eine Drip-Torte, das ist gerade so ein bisschen moderner und gefällt ihr, glaube ich, auch besser. Ausrollen nehme ich immer ein bisschen Bäckerstärke. Dann klebt der Fondant nicht. Und hier könnt ihr so Teighölzer nehmen mit 5 mm Stärke oder einen Ausrollstab, der Abstandsringe hat. Das geht auch. Jetzt nehmt euch am besten einen Cutter, also so ein ganz scharfes Messer. Und schneidet dann mit Hilfe der Schablone den Schlittschuh aus. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr die Details hier auch mit Modellierwerkzeug machen. Wie zum Beispiel mit so einem kleinen Rädchen. Dann habe ich hier noch meine Silikonpinsel und ich fahre einfach diese ganzen Linien nach, sodass der Schuh gleich eben auch schön wird. Also auf jeden Fall hier unten die Abtrennung vom Schuh zur Ferse, zum Absatz. Für die Linie schneide ich das jetzt hier einmal weg, denn dann weiß ich genau, wo es endet. Mit diesem kleinen Zahnrad mache ich jetzt auch noch die Nähte rein. Ich finde, es gibt immer ein schönes Detail. Und dann zeichne ich jetzt noch mit Lebensmittelstiften. Ich weiß, sie sehen immer aus wie ganz normale Filzstifte, aber es sind Lebensmittelstifte. Und damit zeichne ich jetzt hier noch die Details auf. Jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Ich nehme hier trockene Lebensmittelpulverfarben. Einmal Metallic, sodass der Schuh so ein bisschen einen Perlmuttglanz hat. Ich glaube, der wird Samira gefallen. Dann der Absatz mit Metallic Schwarz. Dann nehme ich jetzt flüssige Farbe. Damit lässt es sich nämlich schön flächendeckend anmalen.
Und jetzt hier die Kufe noch Silber. Ich kann mir das nicht merken, Hufe und Kufe. Ich lasse jetzt erstmal die Farbe trocknen und arbeite da gleich weiter, denn sonst verschmiere ich gleich alles. Das wird gleich noch schön ausgeschmückt, aber solange kann ich schon mal die Zeit nutzen und die Kuchenböden backen. Ja. Und dann mache ich die Torte jetzt heute und morgen fertig. So an 2 Tagen, dann kann ich mir das gut aufteilen. Kuchenböden und noch eine Fruchteinlage. Jetzt mache ich die Fruchteinlage. Ich habe jetzt hier 500 Gramm Blaubeeren. Das sind die aus dem Tiefkühlfach. Bei Blaubeeren ist es nämlich so, die man im Supermarkt so in der frischen Theke bekommt. Das sind meist so Kulturheidelbeeren. Und die sind nur noch außen blau und innen weiß, damit man beim Naschen einfach keine blauen Finger bekommt. Und die aus dem Tiefkühlfach, diese ganz kleinen Blaubeeren, die sind wirklich innen auch blau und haben wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe. Und die nehme ich jetzt, die habe ich auch schon auftauen lassen und gebe da ein bisschen Tonka Wonka dazu. Auch gar kein Zucker, weil die restliche Torte dann schon süß genug wird. Und das ist dann so der säuerliche Part. Dann kurz pürieren. Dann gebe ich da jetzt eine Tüte Agar-Agar dazu oder Agatine und die bindet ja immer 500 Milliliter Flüssigkeit. Gut durchgemischt. Und jetzt kommt das Ganze in den Topf und wird dann aufgekocht und muss dann 2 Minuten sprudelnd kochen, damit das Agar-Agar seine Bindefähigkeit entfalten kann. Und Agar-Agar ist so ein pflanzliches Geliermittel, also statt Gelatine nehme ich das immer ganz gerne, weil ich finde, da muss man halt einfach keine Gelatine benutzen und da tut es auch wirklich das mit der Pflanze. Und der Gebrauch ist auch ein bisschen einfacher, weil ich es wirklich kochen muss und Gelatine darf man nicht kochen. Und das ist halt immer so ein Problem, wenn man das dann zu heiß in Dinge reingibt, dann wirkt sie nicht mehr. Und deswegen könnt ihr hier einfach alles in einen Topf kurz aufkochen, 2 Minuten sprudelnd kochen und fertig. Und ich habe hier noch 100 Milliliter Wasser dazugegeben beim Auftauen und kann das jetzt schön sprudelnd aufkochen lassen. Und jetzt habe ich das hier nochmal in den Messbecher zurückgefüllt, damit ich es schön einfüllen kann. Fruchteinlagen macht ihr jetzt am besten so, entweder nehmt ihr euch Silikonformen oder nehmt euch Teller und macht da Frischhaltefolie rein. Ella, hör auf Quatsch zu machen. Und ich mache jetzt hier 5 Fruchteinlagen und die sollten einfach vom Durchmesser her kleiner sein als die Torte. Und was ich auch schon zwischendurch gemacht habe, ich habe es noch nicht gefilmt, ich habe noch Mandelböden gebacken, 20 cm im Durchmesser und die könnt ihr einfach backen nach meinem Grundrezept auf meinem Blog. Denn heute wird es bei uns recht spät und wir machen dann morgen mit der Torte weiter. Die Fruchteinlagen lasse ich jetzt hier abkühlen und friere sie dann ein. Und jetzt kümmere ich mich um Ella, denn Ella möchte jetzt auch Samira was basteln aus Fondant. Was bastelst du aus Fondant? Eine Katze. Eine Katze, okay. Und dann macht sie auch eine eigene Torte. Jetzt darfst du deine Katze präsentieren. Das ist Muffin. Das ist Muffin mit Schlittschuhen. Und die Figur lassen wir jetzt schön trocknen. Und dann kannst du morgen eine ganz eigene Torte machen, okay? Ich mache eine Torte und du machst eine Torte. Oder wir machen gemeinsam eine, wie du willst. Ich mache eine Torte und du machst. Okay, also dann lassen wir das trocknen. Bei mir trocknet der Schlittschuh und morgen sehen wir uns wieder. Wo trocknet der Schlittschuh? Ja, ich habe auch schon einen Schlittschuh gemacht.
Ich mache kurz so. Bitterstärke. Ja, und jetzt können wir die da reinsetzen, weil dann kannst du die auf die Torte draufsetzen, okay? Jetzt geht's ans Füllen von Samiras Torte. Ellas Katze habe ich jetzt übrigens zum Trocknen beiseite gestellt. Ella kommt später auch noch dazu, denn sie möchte ihrer Schwester eine eigene Torte machen. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, gestern habe ich dann noch die Mandelrührölteigböden gemacht vom Grundrezept. Zwei Stück, die zeige ich euch gleich. Jetzt wird die Torte gefüllt und ich möchte die Torte einmal ohne Fondant machen und werde jetzt dafür eine Schweizer Buttercreme machen mit Eiweiß. Das Eiweiß wird auch pasteurisiert, das heißt, es wird erwärmt und das ist wie eine Art Baiser, die dann mit Butter vermischt wird und ist echt eine leckere Creme. Also alle auch, die sagen, sie mögen keine Buttercreme, wenn man die Butter lange genug rührt und wirklich das perfekte Verhältnis schafft zwischen Eiweiß, Zucker und Butter, dann ist es echt ein Geschmackserlebnis und schmeckt jedem ganz gut. Ich zeige euch mal kurz die Menge. Dafür nehme ich 230 Gramm Eiweiß, einen halben Teelöffel Salz, 400 Gramm Zucker, Tonka-Wonka-Paste, 680 Gramm weiche Butter, 160 Gramm Puderzucker und hier habe ich jetzt noch eingekochte Heidelbeeren. Das waren auch die aus dem Tiefkühlfach und ich habe die so lange einkochen lassen, bis wirklich fast keine Flüssigkeit mehr da ist und das ist jetzt eine richtig schöne dickflüssige Masse. Damit werde ich später die Creme auch färben und dann gucke ich mal, vielleicht komme ich sogar ganz ohne Farbpasten aus. Mal schauen. Wichtig ist jetzt, dass das Eiweiß mit Salz und Zucker verrührt wird und entweder macht ihr das dann auf dem Herd über einem kochenden Wasserbad und dann wirklich für 10 Minuten mit dem Handrührgerät oder ihr nehmt eure Kenwood, wenn ihr eine habt, und macht das Ganze bei 70 Grad für 10 Minuten. Immer schön rühren und so wird das Eiweiß schön fest und eben pasteurisiert. Dann kann da auch nichts mehr passieren und es wird vor allem sehr stabil und später die Buttercreme schön cremig. Und wenn ihr jetzt nicht so viel Eiweiß nehmen wollt, könnt ihr auch die französische Buttercreme machen. Da wird nämlich Eiweiß und Eigelb verwendet, aber dann wird die Creme auch ein bisschen gelblich. Und ich möchte die jetzt relativ weiß haben, deswegen nur die. Und das Eigelb könnt ihr auch ganz gut einfrieren oder ihr könnt eine Eigelb-Resteverwertung machen oder ein Rührei draus zubereiten. Da könnt ihr einfach andere schöne Dinge damit tun. So, das wird jetzt hier mal schön verrührt. Nach den 10 Minuten schalte ich einfach die Temperatur aus, nehme auch den Deckel herunter und kann die Creme jetzt einfach schön wieder kalt rühren. Also so lange rühren, bis sie einfach wieder schön Raumtemperatur angenommen hat. Und das wäre jetzt praktisch auch der Moment, bei dem ihr das Eiweiß vom Wasserbad herunternehmt und einfach hier mit dem Handrührgerät weiterrührt. Und wichtig ist, es sollte wirklich wieder Raumtemperatur annehmen, damit die Butter später nicht schmilzt. Und sobald das Ganze abgekühlt ist und durchgerührt ist, werde ich die Butter mit dem Puderzucker vermischen und in der Küchenmaschine separat schön aufrühren. Und es dauert so ungefähr 10 Minuten, bis die Buttercreme schön weißcremig ist. Okay, sieht nach viel Butter aus. Es ist auch viel Butter, aber es wird auch eine große Torte. Das verspielt sich. Und Tonka. Tonka schmeckt hier sehr gut. Gut, dann lasse ich das jetzt auch noch rühren. Und wenn die Butter jetzt richtig schön weißcremig ist, wird beides verbunden. Ihr lasst jetzt hier weiter rühren und gebt dann immer ein bisschen was von der Eiweißmasse dazu. Super! Dann ist jetzt die Buttercreme fertig. Ich hole meine Fruchteinlagen und die Tortenböden und dann wird die Torte gefüllt.
Hier habe ich jetzt meine beiden Böden, 20 cm im Durchmesser. Und ich habe jetzt hier mein Grundrezept gemacht, Mandelrührteigböden. Und habe das Ganze aber auf 5 Eier hochgerechnet, damit ich einfach relativ hohe Böden habe und die Torte auch schön hoch wird. Also da könnt ihr gerne einfach in der App oder auf meinem Blog vorbeischauen bei den Grundrezepten. Aber natürlich gebe ich die Menge auch ganz explizit in diesem Rezept an. Nur die Zubereitung, das muss ich jetzt nicht mehr zeigen. Da schaut ihr einfach im Grundrezept-Video vorbei. Und das Backpapier, was ich hier verwendet hatte, das bewahre ich jetzt noch auf. Brauche ich später eventuell noch für die Dekoration. Also nicht wegschmeißen. Genau, und die habe ich jetzt gestern schon gebacken, damit sie schön durchkühlen. Und dann habe ich sie abgedeckt im Kühlschrank stehen lassen. So lassen sie sich besser durchschneiden. Also jetzt sehen sie ein bisschen bröselig aus, weil ich den Rand abgelöst habe. Aber gleich beim Schneiden sind die nicht bröselig. Das ist halt immer nur beim Rauslösen. Gut. Und dann nehme ich jetzt die Tortenböden und schneide jetzt jeweils 3 Böden zu. Dann habe ich 6 Stück insgesamt. Und dann ist es eine Torte, die einfach vom Verhältnis her Boden, Fruchtfüllung, Creme hat. Und dann ist es immer richtig schön, wenn die Böden nicht so dick sind. Wenn ihr beim Backen darauf achtet, dass der Tortenring nicht ganz 20 cm hat, sondern ein bisschen weniger, 5 mm weniger, dann könnt ihr jetzt gleich diese Ganaching Boards benutzen, denn damit lassen sich Torten perfekt glatt streichen. Ich zeige euch auch gleich wie. Wichtig ist einfach wirklich, dass hier der Kuchen so ein bisschen Spielraum noch nach außen hat. Also so 5 mm reichen auf jeden Fall. Dann kommt jetzt der erste Tortenboden drauf, dann etwas Creme, schön verteilen. Und ich fülle jetzt die Torte ohne Tortenring drumherum, aber wenn ihr beim Torte befüllen nicht so ganz geübt seid, könnt ihr gerne einen Tortenring drum stellen. Gern auch mit einer Folie, mit so einer Tortenrandfolie, dann lässt sich das später auch einfach wieder rauslösen. Wichtig ist jetzt nämlich hier einfach die Torte schön glatt zu füllen, also keinen Hubbel bilden. So, ein bisschen Buttercreme. Dann kommt die gefrorene Fruchteinlage direkt drauf. Und die sollen auch gefroren sein, damit man sie eben schön aus der Hand draufsetzen kann, ohne dass sie kaputt gehen. Jetzt Buttercreme wieder drauf zum Abdecken. Und jetzt müsst ihr praktisch den Hubbel von der Fruchteinlage kaschieren und die Creme drumherum glatt streichen. Je flacher die Fruchteinlage ist, umso flacher und umso weniger Buttercreme braucht ihr. Aber umso weniger hoch wird dann auch die Torte. Also das könnt ihr jetzt individuell bestimmen. Und wenn ihr merkt, die Torte ist nicht kalt genug, dann stellt sie immer zwischendurch kurz kalt und füllt sie dann weiter. Hubbel. Ist Hubbel ein hochdeutsches Wort? Ich weiß es nicht. Ich sag Hubbel. Was hättest du jetzt gesagt? Oh Gott, ich hätte gesagt, der Tortenboden ist zerstört. Wieso mache ich sowas? Wieso nehme ich nicht meinen Tortenretter? Ah, Sally. Vor lauter Hubbel. Am besten nehmt ihr Tortenböden immer mit einem Tortenretter. Legt sie dann flach drauf. Das kriegen wir hin. Ups. Habe ich den ernsthaft gerade mit einer Hand einfach, als wäre das so ein Buch? Okay. Ja. Upsi. So füllt ihr jetzt einfach die gesamte Torte. Okay. Jetzt vorletzte Fruchteinlage. Also ich empfehle euch wirklich flachere Fruchteinlagen zu machen, denn ich brauche gerade extrem viel Buttercreme zum Füllen. Ich dachte eigentlich, dass die Emaiteller zu groß sind, aber die hätten genau gepasst, weil da ist ja der Boden unten relativ klein und dann hätte ich ganz kleine, dünne Fruchteinlagen machen können in den kleinen Emaitellern. Egal, beim nächsten Mal. Ich finde die halt auch mit so einem Hubbel schön, aber der Hubbel ist relativ hoch und klein im Durchmesser. Bin froh, dass ich nicht die Suppenschale genommen habe.
hätten wir so ein Hubel. Drumherum so 5 cm Buttercreme. Wäre dann so eine Siamak-Torte. Siamak liebt Buttercreme. Okay. Und als obersten Boden oder Deckel beziehungsweise nehme ich immer den untersten Boden. Ja. Dann ist die Torte schön glatt. Also noch nicht glatt, aber gleich glatt. Und dann das zweite Ganaschenbrot drauf. Dann kann man es immer auch schön glatt drücken. Und ich nehme jetzt erstmal eine Teigkarte und nehme hier alles am Rand. Mit der Teigkarte kann man das nämlich nochmal so schön reindrücken. Und bevor ich aber jetzt die Torte glatt bekomme, ihr seht es auch schon, die ist jetzt noch relativ instabil, muss die erstmal in den Kühlschrank, damit die Füllung schön fest wird, die Buttercreme fest wird, die Torte erstmal an Stabilität gewinnt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt gerne auch drumherum eine Tortenrandfolie legen und einen Tortenring. Dann ist sie einfach schön kompakt eingepackt. Ich glaube, das mache ich sogar gleich. Stell sie dann für eine Stunde in den Kühlschrank und die übrige Buttercreme, die lasse ich bei Raumtemperatur stehen, sofern es bei euch zu Hause nicht zu warm ist. Also wenn ihr merkt, es wird zu warm, packt diese am besten in den kühlen Ort, aber nicht in den Kühlschrank. Ihr könnt sie auch in den Kühlschrank stellen, müsst sie aber später dann nochmal aufschlagen, weil sie dann halt echt viel zu kalt und zu fest wird. Genau. Zeit zum Aufräumen. Ich nutze jetzt mal noch die Ruhe, bis Ella gleich kommt und werde jetzt die Torte glatt streichen. Wie gesagt, gekühlt ist sie jetzt schon. Guckt mal, wie schön. Und die Folie, die kann ich auch immer wieder verwenden. Die werde ich gleich abwaschen. Und jetzt nehme ich meine Buttercreme und werde jetzt erst einmal die ganzen Löcher hier ausstopfen, die hier entstanden sind. Und da habe ich auch immer so ein zweites Schälchen, denn da dürfen ja dann Krümel rein und dann ist das ganz okay. Und die Restbuttercreme, die muss natürlich schön sauber bleiben. Ich musste jetzt, weil ich wie gesagt zu hohe Fruchteinlagen gemacht habe, nochmal Buttercreme zubereiten. Aber die Menge reicht auf jeden Fall für eure Torte, wenn ihr die ein bisschen flacher macht. Jetzt hier einfach schön reinspachteln. Dann ein bisschen Creme obendrauf, aber da muss jetzt nicht so viel. Ella zeichnet gerade ihre Torte auf, die Tafel auf. Ich habe ein bisschen Angst, dass es heute eskaliert noch, dass sie zu viel machen will. Jetzt gebe ich hier das zweite Ganaschenbrot drauf und es hat ja die gleiche Größe wie unten. Und jetzt achtet ihr einfach nur drauf, dass es hier im rechten Winkel ist. Und jetzt seht ihr praktisch die Lücke hier und da füllt ihr jetzt alles mit der Creme auf. Und dann habt ihr so eine Torte wirklich im Handumdrehen schön glatt verstrichen. Und dann schön glatt abziehen. Jetzt könnt ihr hier oben das Ganaschenbrot runternehmen, ganz vorsichtig. Mit einem Messer oder mit einer Palette ganz vorsichtig drunter gehen. Und dann praktisch hier oben noch kurz glatt streichen und auffüllen. Und dann kann es schon dran gehen oder kann ich schon dran gehen und die Buttercreme einfärben und die Torte dekorieren. Ich habe echt so ein bisschen Zeitdruck. Ella ist nämlich schon in den Startlöchern. Und ich weiß, wenn sie in die Küche kommt, dann muss ich mein Zepter ablegen. Aber ich glaube, ich hole sie jetzt gleich dazu. Dann können wir ein bisschen parallel arbeiten. So. Und dann noch einmal so. Und hier oben einmal von außen nach innen. Und dann ist die Torte glatt. Bevor ich sie kalt stelle, ziehe ich sie noch kurz von der Ganaschenplatte runter, denn die möchte ich später nicht mehr unter der Torte haben.
Hier habe ich jetzt das eingekochte Heidelbeerpüree und noch blaue Lebensmittelfarbpaste. Ich mache das jetzt nämlich so. Ich färbe jetzt erstmal eine kleine Menge ein. Und bei Pastenfarben ist es so, wenn die warm gemacht werden, dann intensiviert sich die Farbe. Also das kennt ihr vielleicht auch vom Backen her so, dass dann nach dem Backen der Teig einfach schön dunkel ist und vor dem Backen war er noch nicht so. Und deswegen rührt ihr das jetzt erstmal hier ein. Jetzt habe ich so ein schönes, zartes Blau und stelle diese kleine Menge Buttercreme aber kurz in die Mikrowelle. Und dann wird es gleich dunkler. Und die zweite Creme färbe ich jetzt hier mit der Heidelbeerpaste. Ich glaube, so ein blau-lila, das gefällt ihr ganz gut, der Samira. Und hier jetzt auch ein bisschen Blau mit dazu. Und dann machen wir gleich einen schönen, richtig tollen Farbverlauf. Einfach nur so ein paar Sekunden, dann reicht das schon. Guckt mal, jetzt wird es schön dunkel. Was machst du jetzt für eine Torte? So eine Eistorte. Eistorte, okay. Und die hast du dir jetzt vorher aufgezeichnet? Mhm. Sehr gut, okay. Aber Mama, ich brauche noch, du hast doch diese Zapfen. Ja. Ich brauche die Zapfen schnell. Wir können Eiskristalle bei dir machen, aus Isomalt, hm? Ja, ich meine auch, nein, aus dem, aus einer Glasur. Dann ja. Einhärten lassen. Okay. Guck, ich habe auch das, so ein Drip. Dann kann ich auch die Torte mit so einem Drip machen, wo so runterfließt. Mama, was ist, was ist, wird das gerade? Und, guck, das ist dann, was kann man mit dem Drip machen? Das fließt dann am Rand runter, wenn du willst. So am Tortenrand kann es runterfließen. Okay. Magst du mal probieren? Mhm. Aber als erstes will ich noch die Glasur rüberschütten. Ja, guck, da ist dann so eine Glasur. Das tropft dann am Rand so runter. Das ist wie weiße Schokolade. Kannst du probieren. Okay. Ist das weiße Schokolade? Mhm. Lecker. Ja? Sollen wir das später so runterlaufen lassen? Okay. Super, dann gebe ich dir jetzt gleich Creme zum Aufstreichen der für die Torte, okay? Magst du in die Torte vielleicht ein bisschen Blaubeeren reinmachen? Nee. Magst du keine Blaubeeren? Aber ich mag sie zum Essen. Okay, gut. Ich stelle sie mal. Ella, ist es okay, wenn ich meine Torte so lange weitermache? Ja. Gut. Mama, weißt du schon, wo meine Creme ist? Welche? Ja, die gebe ich dir sofort. Ich mache kurz meine einstreiche und dann gebe ich dir die übrige Creme, okay? Ja? Aber ich nehme keine blaue Creme. Das Eis wird ja blau. Okay. Ich brauche weiß, wie du. Okay, ich gebe dir weiß. Ich habe hier ganz viel weiß. Okay? Gut. Und ich werde jetzt hier auf meine Torte eine, ja, wie so eine Marmorieroptik machen, so eine Spachteloptik. Warte, ich gebe dir das gleich. Oh mein Gott, ab jetzt wird es heiß mit Ella. Und habe jetzt hier eben dieses Blau, dann so ein bisschen Rot und Lila und streiche jetzt praktisch die Creme mit einer Palette hier außen an. Also ich mache jetzt hier so Farbtupfer drauf. Wo sind deine Schlittschuhe denn? Ja, die habe ich noch auf dem Schrank, damit da keiner rangeht. Und so ein bisschen was von diesem Lila, aber nicht so viel. Und ein bisschen was davon. Unten so ein bisschen dunkler als oben. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Glaubst du an mich? Ja, ich drücke dir immer die Daumen. Oh. Und jetzt mit der Teigkarte entlangziehen. Klappt das richtig? Ja, doch. Und dann sieht es aus wie so eine Spachteltechnik. Und dann kann man das nochmal machen. Ich muss es kurz sauber machen. Das ist so schwer. Okay, sie klaut mir meine Creme schon.
Und ich mache noch mal ein bisschen Weiß drauf. Und dann vermischt sich das schön. Das ist aber ein Mini-Kuchen. Der ist auch so groß wie der. Das ist der gleiche, der ist nur noch nicht gefüllt. Mama, so. Kann ich... Ach so, ich muss hier eben das füllen. Ich stelle die Torte kurz in den Kühlschrank, helfe Ella mit ihrer Torte und dann machen wir gleich noch aus Reispapier ganz tolle Dekorationen, okay? Mhm. Oh, nimm das mal nicht so hoch, weil das geht, das ist bei mir auch schon schief gegangen. Warte kurz, ich helfe dir. Guck mal, du machst jetzt hier eigentlich nur einfach die Buttercreme rein. Oder willst du die vielleicht mit Schokolade? Mhm. Ja? Dann schmelzt sich jetzt ein bisschen Schokolade und dann kommt es da rein. Nein, nicht da rein. Wir machen noch ein bisschen, warte, wir machen noch ein bisschen in eine andere Schüssel. Oder willst du Nougat rein? Nougat? Eigentlich habe ich jetzt... Du musst mir sagen, du bist die Tortenkünstlerin. Sag, was gerne hättest. Okay. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann nehmen wir einfach Schokolade. Schokolade, gut. Schade, schade, Schokolade. Das brauche ich noch für Tupfen. Schokolade, Schokolade. Wie willst du denn eingefärbt haben? Sag's mir mal. Rosa. Okay. Dann nimmst du jetzt einfach die Blaubeeren. Das wird dann rosa. Guck, wie rosa das wird. Warte, ich drück's rein, wenn magst. Okay, aber nur ein ganz kleines bisschen. Gut, jetzt kannst du es verrühren. Okay. Dann mach du mal das und ich zeige euch jetzt noch, wie wir aus Reispapier schöne Dekorationen machen. Wir können nämlich zaubern, Ella. Wir zaubern jetzt gleich. Oh yeah, wir zaubern, wir zaubern, wir zaubern, zaubern, zaubern. Ja. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wir machen jetzt schöne Dekorationen aus Reispapier. Reispapier bekommt ihr in asiatischen Läden oder in gut sortierten Supermärkten, auch in der Asia-Abteilung. Ist einfach ganz dünnes Papier, woraus man zum Beispiel Summer Rolls macht. Und die schmecken ganz neutral. Oder Frühlingsrollen. Frühlingsrollen sind nicht aus Reispapier, aber Sommerrollen. Und dann brauche ich noch Metallic Pulverfarbe und am besten noch eine Farbpaste. Ich nehme jetzt Blau, weil das Ganze bei uns so ein bisschen blau-lila wird. Und hier habe ich jetzt eine Schale mit Wasser. Das Wasser sollte warm sein. Und ich mache das jetzt hier einfach im Emaille-Teller, weil ich den Herd anschalten kann und das Wasser einfach schön warm bleibt. Ansonsten kühlt es immer zu schnell ab und dann müsstet ihr immer wieder frisches Wasser nehmen. So, und jetzt nehme ich hier Farbpaste rein. Genau, dann habt ihr hier so einen schönen Farbverlauf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Metallic dazu geben, so ein bisschen Schimmer. Dieses Reisblatt eintauchen. Und einfach kurz liegen lassen, bis es schön weich wird. Und dann könnt ihr euch aus Backpapier, das ist ja das, was ich vorhin praktisch übrig hatte, so kleine dreidimensionale Nestchen bauen. Entweder nehmt ihr Backfolie und so ein paar Klammern oder Backpapier und das zerknüllt ihr einfach. Und dann könnt ihr das hier rausnehmen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Gelatineblatt, aber es ist nur Reis. Und jetzt hier so drauflegen und dann seht ihr auch schon, dass je nachdem, wie ihr es hinlegt, so eben die Form auch fest wird. Und was ihr dann noch machen könnt, ihr könnt noch mal ein bisschen Farbpaste nehmen und so ein bisschen Schattierungen auch reinmachen an so manche Stellen. Gern auch ein bisschen lila, also die Farbe, die ihr gerne haben wollt. Und das mache ich jetzt so. Und dann lasst ihr es entweder bei Luft trocknen, also hier draußen, das dauert ein bisschen länger, oder ihr nehmt den Dörrautomaten oder die Restwärme des Backofens. Es muss einfach wieder die Feuchtigkeit weg. Ich mache es jetzt gleich im Dörrautomaten, aber ansonsten könnt ihr sowas auch gut vorbereiten, so ein, zwei Tage vorher und dann einfach bei Raumtemperatur liegen lassen. Das geht auch ganz gut. Es wird jetzt richtig wie ein Pancake. Ein was? Ein Pancake. Ein Pancake? Mhm. Cool. Blauer auch ein Sirup. Ich rette mal Puderzucker. Muffin kann jetzt stehen. Ja, die sitzt doch. Aber die sollte eigentlich stehen. Ja, aber stehen geht schwierig bei Torten. Oh, ist das schön. Guckt mal. Und hier beim Ablegen immer schön faltig ablegen, weil das macht dann einen richtig schönen Effekt.
Und dann könnt ihr einfach immer wieder die nächsten Reisteigblätter nehmen, ins Wasser drücken, warten, bis sie einweichen und dann zum Trocknen rauslegen. Magst du der Samira noch was sagen zu ihrem Geburtstag? Ja. Was? Dass sie gesund bleiben soll. Ich verstehe es gar nicht. Dass sie gesund bleiben soll. Oh, wie süß. Sollen wir noch kurz die Fontäne anzünden? Ja. Okay, aber dann stelle ich die Torte ein bisschen weiter weg von dir, gell? Mhm. Und dann muss man immer vorsichtig sein mit Fontänen. Geh ein Stück zurück. Aha. Magst du für Samira singen? Nein. Nein. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Samira. Happy birthday to you. Und Ella, du hast die Torte wunderschön gebacken. Vielen Dank. Bitte. Na, dann wird sich die Samira sehr freuen. Was steht da? Was haben die reingemacht? Fontäne. Silberregenfontäne. Boah, was das für tolle Sterne sind, hä? Schöne Fontäne. Und so lang, wie die brennt, hoffe ich, dass der Rauchmelder jetzt nicht angeht. Wow. Boah. Ist das cool. Der Schlittschuh ist jetzt auch gut durchgetrocknet. Und da fehlen jetzt natürlich noch diese Schnürsenkel. Die mache ich jetzt einfach aus gefärbtem Fondant. So kleine Röllchen und die könnt ihr dann schön dran kleben. Mit S-Bahn-Kleber. Gut, jetzt kommt das Finale, die Torte wird zusammengesetzt. Also der Schuh ist fertig, Buttercreme habe ich hier noch in kleinen Spritzbeuteln, damit ich Tupfen oben drauf machen kann. Ich will, dass eine recht moderne Torte wird, also werde ich es gucken, dass ich nicht komplett alles bedecke, sondern eher so im hinteren Bereich und nehme dann noch Cake-Topper aus Holz. Und weil jetzt aber hier die Holzoptik nicht so gut passt, werde ich jetzt hier das Ganze noch anmalen mit Lebensmittelfarben. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich ein S für Samira nehme. Happy oder alles gut, aber ich glaube, ich nehme ein S für Samira. Ich wollte eigentlich eine 11 nehmen, aber ich habe nur noch eine 1. Ups. S, ja. Das male ich Gold an. Oder passt Silber? Warte mal, zum Schuh. Das mache ich zum Schluss. Jetzt machen wir erstmal ein paar Tupfen. Eine kleine Planänderung. Die Kufe des Schlittschuhs wird Gold und dann mache ich goldene Kerzen drauf. So ein bisschen Bronzegold. Und diese Reispapierdeko, die ist jetzt auch schön getrocknet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr hier am Rand auch immer gerne mal mit Metallicfarben noch was anmalen. Und die dann im Prinzip einfach in die Torte reinstecken oder an den Rand kleben. Okay, heute bin ich riskant. Ich probiere jetzt noch ein bisschen Metallicfarbe drauf zu sprinkeln. Habe mich jetzt doch noch dazu entschlossen, die Holzfigur, den Holzbuchstaben noch anzumalen. Ich nehme es auch noch mit dazu. Und jetzt habe ich hier den Schlittschuh, den fertigen. Und einen Eisstiel aus Holz und habe jetzt Isomalt geschmolzen. Das ist ein Zucker, der aber nicht so schnell karamellisiert wie ganz normaler Zucker. Ihr könnt auch Bonbons nehmen, zum Beispiel Eisbonbons und die einschmelzen. Denn damit kann man das jetzt perfekt kleben
Aber auf Vorsicht, ist echt sehr heiß. Und ist auch schön durchsichtig und vor allem trocknet es gleich. Dann einfach hier dran. So könnt ihr zum Beispiel Lebkuchenhäuschen auch am besten kleben. Statt Zuckerguss einfach Isomalt, weil es einfach innerhalb von Sekunden fest wird. Und dann muss man eben nicht warten, bis was trocknet. Guckt, schon fest. Aber ich lasse noch ganz kurz liegen, bis es fertig trocknet. Und was ich jetzt hier an der Torte noch machen werde, also ich finde es jetzt echt schön, auch mit der Metallic-Farbe hier drumherum. Ich denke, Samira gefällt es vor allem auch sehr gut, weil sie ja auch so eine kleine Künstlerin ist. Eine große Künstlerin. Klein wäre übertrieben, untertrieben. Untertrieben. Samira malt jetzt schon besser als alle anderen hier. Und ich nehme jetzt hier noch diese Chalk Rocks und die Metallic Flakes. Die passen farblich echt gut dazu. Denn mir hat so ein bisschen noch was zum Streuen gefehlt. Und die streue ich jetzt auch noch drauf. Und die sind vor allem nicht nur schön, sondern auch lecker, weil es eben Schokolade ist und nicht einfach nur purer Zucker. Und dann beißt man da nicht auf sowas Hartes, sondern es ist einfach eine schöne Schokolade. Überlegen, wohin. Gott, jetzt ist die Torte fertig. Das Rezept findet ihr in meiner App und auch auf meinem Blog. Und jetzt bin ich schon ziemlich gespannt drauf, wie Samira die Torte gefallen wird. Ich mache auf jeden Fall Aufnahmen mit dem Handy, wenn ihre Freunde da sind und wenn sie morgens überrascht wird. Das machen wir immer zum Ritual, dass abends, wenn das Geburtstagskind im Bett liegt, dekorieren wir komplett das Wohnzimmer. Und tun halt immer so, als wären sie nett. Und dann kommt sie morgens runter und bekommt ihre Überraschung. Ja, ich bin mal gespannt, ob das bei ihr noch zieht. Aber ich glaube schon, weil überraschen lässt sie sich gerne. Also probiert es gerne aus. Ich hoffe, euch gefällt auch diese neue Technik. Die hatte ich einfach online mal gesehen, wollte sie ausprobieren. Und falls ihr Tortenwünsche habt oder Anregungen oder ihr sagt, back doch mal eine Torte mit diesem unter jedem Thema, dann schreibt es mir ganz gerne. Ihr wisst, ich bin immer sehr mädchenlastig, weil ich halt zwei Mädels habe, ganz klar. Aber wenn ihr mir auch sagt, auf was eure Jungs stehen, gerade so bei Torten und was sie gerne schauen, dann schreibt es mir einfach, weil da bin ich nicht so im Thema drin, weil ich halt keine Jungs habe, nur Mädels. Deswegen bleibt gesund, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist immer komisch, so ein Videoabschluss ohne probieren, aber ja, Geburtstagstorten werden halt nicht probiert. Die kriegt das Geburtstagskind. Deswegen kommt die in den Kühlschrank. Ah, was ich noch vergessen habe, das Reispapier werde ich jetzt gleich nochmal runternehmen, denn das Reispapier würde jetzt sonst die Feuchtigkeit aufnehmen und dann wird es wieder weich. Also das stecke ich dann einfach kurz vor Verzehr wieder drauf. So ein, zwei Stunden kann es schon halten, aber alles andere wird zu feucht werden. Tschüss. Okay, wir können jetzt doch ein Probieren machen, denn ich habe noch ein Stück Torte übrig. Ja. Ist das Video jetzt nach dem Geburtstag oder vor dem Geburtstag? Nach dem Geburtstag. Ja. Also der Geburtstag war schon. Ja. Der war vor 3 Tagen, Sammy. Ja. Ja, mein Gott, ja, aber die Schnittfehler, hält sich doch 3 Tage später darf ich den Kuchen essen. Die hält ich hatte sich auch, doch. Ich hatte, beim Geburtstag hatte ich keine Zeit, den Kuchen zu probieren, weil einfach zu viele Kinder in einem Raum waren. Mm-mm. Ja. Die waren süß, natürlich. Oh. Ja. Es war richtig schön. Also wenn ich jetzt nochmal über Samiras Geburtstag reden darf. Ja. Sie hat 9 Kinder eingeladen. Mhm. Und das war auch echt süß, weil die sind ja alle so zwischen 10 und 11 Jahren alt. Ja. Dann haben wir uns hier in der Küche getroffen, dann haben die ein bisschen gespielt und alles. Mhm. Und dann hatte ich Cheesecake Sticks vorbereitet, also Käsekuchen gebacken, am Stiel, eingefroren. Und habe dann einmal eine große Portion Kuvertüre temperiert und habe das dann mit denen echt schön dekoriert. Also die durften dann die Cheesecake Sticks, ich habe die getunkt und ich habe hier Toppings ausgebreitet. Mhm. Und die hatten echt einen schönen Nachmittag und ich auch. Das war echt entspannend und schön mit den Kids, die haben toll mitgemacht. Mhm. War echt der Hammer. Aber ich verstehe eins, ich habe immer gedacht, was sind das für Eltern, die ihre Kinder Geburtstag im McDonald's feiern lassen? Und dann hast du irgendwann mal Kinder und dann hast du auch eine Kindergeburtstagsparty. Und dann weißt du ganz genau, warum die es gemacht haben. Genau. Finde ich eine ganz tolle Idee. Es geht gar nicht darum, dass das McDonald's-Essen nicht gut ist. Es geht einfach nur darum, dass die Arbeit nicht zu Hause. Die Arbeit zu Hause nicht zu Und ich verstehe das auch. Also ich muss auch sagen, wir waren dann auch schon, als andere Zeiten waren, klar. Ich meine, jetzt habe ich gesagt, komm, wir bleiben lieber daheim, weil was willst du denn auch groß irgendwo unternehmen? Und wir waren auch schon in so einem Klabauterland oder in so einem Indoor-Spielplatz. Mhm. Das ist auch schon immer ganz cool, weil man muss auch dazu sagen, viele Eltern sind berufstätig und dann können die das auch daheim auch gar nicht mehr haben, weißt du, so viele Kinder.
Aber wenn man was Kreatives macht und die Kids beschäftigt, dann kommt erst gar keine Langeweile auf, dann entsteht kein Quatsch, dann entsteht, es war echt ein richtig schöner Tag. Oder bringt sie McDonalds, genau, da können sie die Bude abreißen, von mir aus. Ich versuche immer alles pädagogisch hinzukriegen. Man muss echt zeigen, ich sehe das öfters mal, ich will das wieder nicht in die Länge ziehen, aber man sieht es öfters mal, dass sich Eltern so extrem viel Mühe geben, also voll dekorieren und dann werden Instagram-Fotos gemacht und es wird so zelebriert und dann denkt man, boah, nicht mal meine Hochzeit war so schön, verstehst du, was ich meine? Wie der Kindergeburtstag meines Kindes und so dekoriert. Aber es war schon schön. Ja, aber bitte macht euch diesen Stress nicht. Ich glaube, die Kinder sind mit sehr, sehr wenig zufrieden. Und Kinder brauchen die Instagram-Moments nicht. Genau. Ich hatte zum Beispiel keine Kinder, ich musste gleich arbeiten. Deswegen, ja. Wir wollen jetzt im Kopf und gerade die Torte. Ja. Also ich fand die gestern noch besser, weil ich sie gestern habe draußen ein bisschen stehen lassen. Also gerade bei Buttercremetorten solltet ihr darauf achten, dass ihr die nicht sofort aus dem Kühlschrank esst, weil dann schmeckt die Buttercreme ein bisschen wie Eis, ist auch cool. Aber so ein bisschen Raumtemperatur annehmen lassen und dann schmeckt das echt der Hammer. Die Kids waren auch begeistert, also die haben alle, klar, nicht so ein ganzes Stück geschafft, aber ich habe immer so dünne Scheiben geschnitten und dann halbiert und dann war es perfekt. Ja. Mehr braucht also, wie gesagt, man auch nicht. Drei Tage später, super. Immer noch gut. Zwei Tage später sind noch besser. Und ich glaube, das kann man auch morgen noch essen, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Und da kommst du wirklich auf die Raumtemperaturen. Buttercreme, ganz, ganz wichtig, Raumtemperatur. Ja, also macht's gut. Ja. Und ihr könnt ja gerne noch schreiben, welche Tortenkombination, weil ich finde, ich habe jetzt hier diese Heidelbeereinlage, die Blaubeeren und diese Tonka-Creme und ich finde die Kombi der Hammer mit dem Mandelboden. Mhm. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben, was so eure Lieblingstortenkombi war. Schokolade, Früchte, Vanille, Tonka. Einfach mal schreiben. Genau, oder schreibt, ob ihr mit euren Kindern gerne McDonalds geht. Genau, machen. Ja, dann weiß ich zumindest, wie ihr drauf seid. Macht's gut. Tschüss, macht's besser.